Ihr solltet natürlich das Video liken, solltet Abonnent auf meinem Kanal sein und müsst in den Kommentar schreiben, was ihr denkt, welche legendäre Karte ich ziehe. Alrighty, sehr liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu Clash Royale mit mir, der Basti. Und ich habe es angekündigt, es gibt jetzt das 1000 Abo Special, das Gewinnspiel bezüglich meiner Legendary Card, die ich in der Legendary Truhe habe. Ich erkläre euch dann gleich, wie das Gewinnspiel funktioniert, werde mich aber vorher noch mal ein bisschen warm ziehen, ja, indem ich einfach mal hier die Truhen öffne, die wir hier besitzen. Ja, das Geile wäre natürlich jetzt auch hier noch eine legendäre Karte zu ziehen, da würde ich mich natürlich richtig freuen, würde ich mich da. Wer freut sich denn nicht, wenn er einen Minenwerfer zieht aus der Gradis-Truhe? Hallo, was ist da los? Okay, Grundtruhe ist natürlich viel geiler, ist die beste Truhe von den dreien. Schauen wir mal, Knall auf Level 10, ja, ein Epic vielleicht. Oder Mini-Packer, Mini-Packer ist okay. Mini-Packer kann man nichts dagegen sagen, die Goldtruhe haben wir natürlich auch noch am Start. Die ist nicht ganz so geil wie die Kronentruhe, aber immerhin der Königsriese dabei. Die Lakaienhorde ist auch nicht so schlecht. Barbarenhütte. Ich bin letztens mit Barbarenhütte Kobold-Spam wieder zerstört worden, weil man jetzt halt keinen Giftzauber mehr dabei hat. Das ist so nervig gewesen. Aber egal. Gut, kommen wir jetzt zu dem Gewinnspiel. Erste Frage. Wie kann man überhaupt mitmachen? Also, ihr solltet natürlich das Video liken, solltet Abonnent auf meinem Kanal sein und müsst in den Kommentar schreiben, was ihr denkt, welche legendäre Karte ich ziehe. Und dazu sei gesagt, ich ziehe das Video, ich ziehe die Karte. Oh, das ist halt blöd, ne? Ich ziehe die Karte erst zum Ende des Gewinnspiels und dann gibt es auch den Friedhof, glaube ich. Der Friedhof. Ja, doch, wenn ich die Karte erst ziehe, gibt es den Friedhof auch. Das heißt also, theoretisch kann ich den Friedhof auch ziehen. Ansonsten, ja, alle anderen Legendary Cards, die halt drin sind, die legendäre Truhe, hat ja alle dabei, unabhängig von der Arena. Deshalb solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen. Es kann theoretisch auch der Friedhof sein. Ihr müsst aber auf jeden Fall, wie gesagt, den Kommentar schreiben, was ihr denkt, welche Karte ich ziehe. Ja, und ich ziehe das dann am Sonntag, die Karte, mach dazu ein Video. Und das heißt, ihr könnt bis Sonntag 14 Uhr theoretisch einen Kommentar schreiben. Ab Sonntag 14 Uhr Kommentare werden nicht mehr gegelten. Ich werde das Video wahrscheinlich erst dann am Montag oder so hochladen mit der Auflösung. Aber dort seht ihr dann, welche Karte und vielleicht auch schon, wer gewonnen hat. Schaue ich mal, wie ich das mache. Also, ihr habt von jetzt bis Sonntag 14 Uhr die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Überlegt euch gut, was ihr denkt, was für eine legendäre Karte ich kriege. Und ja, habt ein bisschen Hoffnung. Zweite Frage ist natürlich, was gibt es zu gewinnen? Ich werde wahrscheinlich 10 Euro verlosen. Das könnte über eine Paysafe-Card laufen, könnte über PayPal laufen oder vielleicht auch über einen Gutschein in einer Art. Schauen wir mal, wie es passiert. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für die 1000 Abonnenten und ich hoffe, ihr macht hier fleißig mit. Lohnt sich definitiv, weil für 10 Euro kann man halt sich dann auch mal ein Sonderangebot kaufen oder sowas. Ich habe ja jetzt auch eins drin. Ich glaube, das ist aber nur eine epische, ja, die epischen Truhen, 10.000 Gold. Weiß ich nicht, ob ich die mir hole. Überlege ich mir noch. Ja, und das war's dann auch schon. Mehr gibt's ja zu dem Gewinnspiel nicht zu sagen. Ich vielleicht abschließend noch, was ich hoffe, was ich ziehe. Also, ich würde sehr, sehr gerne den Miner haben. Den Miner, weil irgendwie nervt er mich. Mich hat früher mal der Funky genervt, aber mit den Decks, die ich jetzt spiele, kann ich den Funky ganz gut bespielen. Aber der Miner, der nervt mich einfach, weil er halt meistens auch Rohschaden macht und ich den immer nicht so gut deffen kann dann, weil ich ja meinen eigenen Push aufbauen will. Also, das ist echt so, den Miner hätte ich da schon sehr, 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 sehr gerne. Oder auch den Inferno-Dragon, der war auch nice. Unter dem Friedhof, wenn er neu ist, natürlich, nehmen wir auch mit. Ja, egal. Also, ich wünsche euch viel Glück. Und ja, na, ihr wisst, Glücksspiel, es kann nicht jeder gewinnen. Aber der gewinnt, der kann sich ein bisschen was davon kaufen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht da Tschüss und Servus, euer Basti.